So, hallo. Machen wir heute mal weiter. Ich habe mich etwas umentschieden. Ich mache jetzt erstmal nicht die Science-Fiction-Filme, sondern wollte jetzt einmal ganz kurz die Bud Spencer-Filme und Terence Hill-Filme vorstellen. Und dann wollte ich noch Louis de Funès, aber den mache ich dann im Extra-Video. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Bud Spencer und Terence Hill. Weil die habe ich nämlich gerade mal zurechtgestellt. Das ist hier noch die alte Kollektion. Die besten habe ich mir dann auf Blu-ray noch geholt. Da stehen hier ein paar wenige Filme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bud Spencer, Terence Hill Filme. In besserer Qualität remastered, weil ich mir jetzt nicht alle nochmal neu kaufen möchte. Den kennt wahrscheinlich jeder hier. Mein Name ist Nobody. Dann haben wir Nobody ist der Größte, der gefällt mir persönlich viel besser wie der Teil 1. Klaus Kinski ist natürlich auch ein Knaller in dem Film. Und dann haben wir auch Die Engel essen Bohnen, ist einer meiner ersten Filme überhaupt gewesen. Nicht mit Terence Hill, aber Giuliano Gemma macht auch eine super Figur und macht Spaß, den Film anzuschauen. Dann habe ich hier zwei Filme, die ich eigentlich nie so recht gemocht habe, aber ich hatte sie mir vor kurzem dann doch mal in die Sammlung geholt. Also wie gesagt, die Sammlung ist nicht komplett, weil es gibt natürlich auch ein paar Filme, die mir nicht gefallen. Aber ich habe weitestgehend die besten auf jeden Fall hier. Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen. Und da macht sogar noch, jetzt lasst mal überlegen, wie heißt er denn? Raimund Harmsdorf macht damit, den finde ich auch super. Dann Buddy haut den Lukas, das ist, soweit ich weiß, der erste Teil dazu. Ne, oder der zweite Teil. Müsste ich nochmal nachgucken. Ihr seht, ich kenne mich jetzt auch nicht so hundertprozentig aus. Dann habe ich hier die Blattfuß-Box. Da fehlt aber der erste Teil, weil ich den jetzt auch nicht so toll finde. Das ist der letzte gewesen. Blattfuß am Nil. Dann hatten wir vorher den Film Blattfuß in Afrika. Ist natürlich auch super. Und Buddy in Hongkong. Das war der zweite. Und ich fand es halt die Locations immer schön, dass die dann auch in anderen Ländern waren. Dann, das sind jetzt die reinen Bud Spencer-Filme. Da haben wir hier Eine Faust geht nach Westen. Nee, eben nicht reine Bud Spencer. Da haben wir den Terence Hill mit zwei Missionare. Da ist er schon dabei. Das ist, glaube ich, einer der Älteren. Dann haben wir Sie nannten ihn Mücke. Jetzt stellen sich wahrscheinlich manche die Frage, warum hier ist so, da einmal ist der Terence Hill dabei, dann ist er wieder nicht dabei. Ja, das ist hier nach Label sortiert. Da sind wir wieder beim Sortierungsproblem. Dann haben wir den Bomber, der zweite Teil von Mücke. Kann natürlich nicht mithalten mit der Mücke. Dann haben wir das Krokodil und sein Nilpferd. Dann haben wir zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Die beiden habe ich jetzt nicht als Blu-ray gekauft. Zwei außer Rand und Band, den habe ich als Blu-ray gekauft, weil den finde ich auch super. Habe ich auch als Blu-ray. Vier Fäuste gegen Helio. Dann habe ich den auch als Blu-ray. Zwei sind nicht zu bremsen, für mich persönlich der beste. Dann zwei Assetrumpfen auf. Habe ich jetzt nicht als Blu-ray. Den habe ich wieder als Blu-ray. Zwei bärenstarke Typen. Dann habe ich hier die rechte und linke Hand des Teufels. Da hat, glaube ich, der Terence Hill nicht seine Stimme vom, oh, wie heißt der Synchronsprecher? Der ja auch, glaubt, Travolta. Dann hat er den Howie von Colt gemacht. Dann hat er Stallone und Schwarzenegger gemacht. Danneberg heißt er, genau. Vier Fäuste für ein Halleluja, da hat er die Stimme und die Stimme ist natürlich eigentlich ein Must-Have, weil die ist ja super geil, die Stimme. Zwei wie Pech und Schwefel, den habe ich jetzt auch nicht auf Blu-ray. Dann haben wir die Miami Cops, den habe ich auch nicht auf Blu-ray. Der ist aber schon remastered, die Miami Cops. Bud, der Ganovenschreck, ja, da war der Terence Hill schon nicht mehr dabei. Aber Bud Spencer reißt raus. Banana Joe ist auch ein Unikat, sage ich mal. Also Banana Joe ohne Terence Hill auch super. Dann haben wir hier
Den Superkorb nur mit Terence Hill. Finde ich auch gut. Und dann haben wir hier 4 für ein Ave Maria. Und jetzt bin ich selber am Überlegen, weil die Mücke müsste nämlich auch hier stehen. Die steht aber leider nicht da. Warum steht sie dann in Mücke nicht hier? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also ich habe ihn auf jeden Fall hier. Die Mücke hatte ich schon mal vorgestellt, aber den habe ich als DVD auch, weil ich ihn einfach zu super finde. Ne? Aber bevor ich den jetzt lange suche, ich zeige euch noch mal kurz hier Bomber auf Blu-ray. Dann haben wir hier auch die Englisenbohnen. Dann haben wir hier 2 außer Rand und Band. Dann haben wir hier 2 sind nicht zu bremsen. 2 bärenstarke Typen und 4 Fäuste gegen Rio. Und den, ja, den suche ich jetzt nicht, aber ich werde ihn jetzt dann, wenn die Kamera aus ist, schaue ich dann mal nach, wo der verblieben ist, weil der kann ja eigentlich nur hier irgendwo rumfliegen. Okay, also bis dann, ciao.